die zweite. Mein Mann hatte wieder vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Sehr schön. Also nochmal, herzlich willkommen hier bei mir, meine liebe Herzens-Community, meine lieben, süßen Bastler- und Beauty-Freundinnen. Ihr seht jetzt nur Hände und Füße von mir. Ich bin nämlich nicht getackelt, nicht geschminkt. Ich sehe zum Fürchten aus und das möchte ich keinem antun. Wir sind ja schließlich hier nicht in der Geisterbahn. So, Kater hilft mir. Ich habe hier diese süßen kleinen Holzstempelchen. Die würde ich abgeben. Ich bin ja am Räumen und ich habe die jetzt noch gefunden. Ich benutze sie nie. Einer vom Action ist auch noch dabei. Der ist einer von den neuen. Den hatte ich noch über. Und dann haben wir hier erstmal dieses Vintage-Alphabet. Die sind teils auch benutzt, sind aber auch welche dabei, die nicht benutzt sind. Das sind so kleine Stempelchen, sehr schön Vintage. Kommst du klar? Geht's? Geht's nicht? Jetzt geht's. Er wedelt mit dem Kopf. Ich kann mir dann denken, ob es geht oder nicht. Dann haben wir hier diese wunderschönen Ringe. Die sind noch gar nicht benutzt. Die sind von Raya. Sind also alles ziemlich hochwertige, also die meisten hochwertige Stempel. Hier ist von Hero Arts dieser süße Teddybär mit dem Schaukelpferd. Was willst du denn von mir? Ja, du kannst ja mit der Kamera ein bisschen rüberkommen. Mein Gott. Diese Diskussionen sind normal, also macht euch keinen Gedanken. Das hier ist Preiscode D, was auch immer. Ich weiß nicht, das ist dieser süße Hund. Der ist auch noch nicht benutzt gewesen. Oder doch, der war benutzt. Hier ist ein bisschen Goldstempelfarbe drauf. Aber wie gesagt, einige sind benutzt, andere sind es nicht. Dann ist dieser Rollstempel dabei. Da sind ganze Menge Sprüche drauf für, keine Ahnung, Heirat, Just Married, We Did It, Love, One Love, Always, Forever. Und man kann das auch für Sonstiges benutzen, ne? Hallo Kater. Dann habe ich hier diesen tollen Tannenbaum. Auch ein Holzstempel. Auch nicht benutzt, wie ihr seht. Dann natürlich den vom Action, den kennt ihr ja. Dann habe ich noch diesen süßen Pinguin. Cool. Oh. Dann gibt es diese beiden Weihnachtsstempel. Und dann habe ich hier noch diese Herzen. Ich versuche jetzt nochmal, die benutzt waren, nochmal abzurubbeln. Mal gucken, ob ich da noch Farbe wegkriege. Weil damals, das ist schon sehr lange her, dass ich mit denen gestempelt habe. Und da war ich noch nicht so in diesem Basteldings da drin. Ne? Und ja. Dieser süße Schneemann mit Katzenhaar. Na gut, die sind hier inklusive. Katzenglitzer gibt es umsonst dazu. Dann haben wir hier noch die Schneeflocke. Dann ist hier eine Sektflasche mit Gläsern. Da. Eieieiei. Ich sag's ja, man muss Zeichensprache können. Der hier ist komplett unbenutzt. Das ist so ein Würfel mit Blümchen drauf. Drei verschiedene. Dann haben wir hier von Very Good Friends von Monica Designs Hausmaus. Und der ist wirklich zucker süß. Das ist ein richtig schöner, hochwertiger Stempel. Sehr schön. Und dann haben wir hier nochmal diese süße, niedliche kleine Schnecke. Dann die Halloween-Katze. Das Vintage-Alphabet habe ich euch gezeigt. Und dann haben wir hier noch, wenn ich das jetzt hochkriege, ohne dass alles rumfliegt, da sind so kleine Holzstempel mit lauter Sprüchen drauf. So ein ganzes Set. Hast du es? Ja. Und ich würde die ganzen Stempel abgeben für 20 Euro. Da habe ich nichts drauf weiter verdient. Ihr kennt ja die Versandkosten von Luxemburg aus. Und ja, ich will nur, dass sie ein schönes Zuhause bekommen, dass sie gewürdigt werden und dass halt jemand Spaß damit hat. Ich stemple meistens mit den Clear Stamps. Ich habe zwar auch Holzstempel, auch die vom Action. Aber wie gesagt, ja, einige habe ich mir auch behalten davon, klar. Aber ja, und ich habe jetzt gerade mal noch geguckt, einer von diesen Mäusestempeln, der hat hier, ich sehe es gerade, 4,25 Euro gekostet und das war ein kleiner, also der große hat mal locker 6 oder 7 Euro gekostet. Aber egal, ich gebe sie euch für 20 Euro, wenn das für jemanden okay ist, jemand möchte sie haben, jemand möchte ihnen ein schönes neues Zuhause geben, dann kriegt er sie natürlich wie immer mit Goodie dabei in einem süßen kleinen Päckchen von mir zugeschickt. So, meine Herzensdamen und Herren, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben, ein Like, wie man so schön sagt. Abonniert mich, drückt die kleine Glocke, das tut nicht weh und ist umsonst. Ansonsten, bis bald. Tschüssi, Bussi. Muah.